Ja, Sebastian, gratuliere zum Auftaktsieg. Vielleicht kannst du dich, einige Leute werden dich noch nicht so gut kennen, vielleicht auch ein paar jetzt noch nicht, obwohl du mittlerweile schon unter den Top 300 immerhin im Doppel bist. Vielleicht kannst du dich zuerst einmal ein bisschen kurz vorstellen. Ja, danke. Ich bin der Sebastian Bader, bin aus Innsbruck, bin 25 Jahre alt, bin seit jetzt anderthalb Jahren circa auf der Tour, habe zuvor in Amerika studiert, habe das ganze College-Tennis-Programm durchgemacht. Und Studium abgeschlossen und seither bin ich eben am Weg. Und zwar, du warst auf Hawaii, aber nicht auf Urlaub. Ja, nicht auf Urlaub, aber wir haben trotzdem recht viel Spaß gehabt, muss ich sagen. Wie ist das dort abgelaufen? Wie man sich das Hawaii so vorstellt. Also Hawaii ist eine wunderschöne Gegend. Das Wetter ist das ganze Jahr perfekt. Und man muss sich recht anstrengen, dass man dort dann trainiert, anstatt dass man am Strand liegt, sage ich mal. Das dürfte dir aber doch gelungen sein, wie man in den Tennis vor allem im letzten Jahr dann ist es gut gelaufen im Tennis und dann habe ich mich voll reingehaut und deswegen auch entschieden, dass ich das jetzt dann doch probiere. Mhm. Hast du dir gedacht, dass du da so schnell, vor allem in Doppels eben, nach oben kommst, mehr oder weniger aus dem Nichts unter den Top 300? Überhaupt nicht. Also ich hab nach dem Studium habe ich mein ganzes Spiel umgestellt mit einem neuen Coach und es ist dann einfach überraschend so gut gegangen im Doppel, dass ich bin selber überrascht, wie schnell das geht, weil ich eigentlich mit Komfort nichts Besonderes mache. Ne? Hast du dich mit deinen 25 Jahren da schon aufs Doppel verlegt oder ist das Einzel noch ein Thema? Weil da kämpfst du ein bisschen um den Einstieg, Wiedereinstieg eigentlich ins ATP-Ranking. Ich kämpfe ein bisschen. Ich würde ganz gerne wirklich noch Doppel spielen, Einzel spielen meine ich. Es ist jetzt so, dass ich die Saison während dem Sommer, ich habe Liga gespielt und habe eben dann an den Wochenenden kein Einzel spielen können und habe mich dann so als Doppelspezialist gesehen. Und ich will aber nächstes Jahr auf dem Challenger-Level, wenn ich in dem Doppel im Hauptwerk bin, die Einzelquali mitnehmen und glaube, dass ich dann schon mitspielen kann. Also schauen wir. Wie war es mit dem Dominik hier zu spielen, ein erstes Mal? Es war super. Also es hat mich voll gefreut, dass er zugesagt hat. Und es ist ganz speziell mit ihm spielen. Er ist doch einer der besten Spieler in Österreich. Da freut man sich. Du bist von der Grundlinie einiges weitergegangen auf deiner Partnerseite. Ich bin einiges weitergegangen. Er ist ein bisschen... Er unterschätzt seine Wolle so ein bisschen, glaube ich. Also er voliert sehr gut. Für dich ist es jetzt das dritte Challenger Viertelfinale. Einmal hätte es schon fast mit dem Halbfinale geklappt, gell? Ja, letzte Woche. Es war schwer zum Verdauen. Wir haben 11-9 verloren im Super-Tiebreak. Und wir waren 9-6 vorne. Und das wäre was möglich gewesen, sage ich mal. Wie sieht für dich da jetzt die weitere Marschroute aus dann im Doppel? Ich hoffe jetzt, ich habe derzeit leider keinen fixen Partner, weil mein fixer Partner derzeit in Australien ist. Mhm. Und ich hoffe, dass ich jetzt jemanden für Helsinki finde und dann vielleicht noch jemanden für entweder Russland oder Italien. Mhm. Und dann ist für mich auch die Saison vorbei. Dann geht es wahrscheinlich nach Wien und ich werde dann dort mit Niki Moser ein bisschen trainieren. Und vielleicht auch ein bisschen dort in der Akademie arbeiten und dann schauen wir. Ja. Und dann Anfang des Jahres geht es wieder los. Alles klar, wir wünschen dir da auf jeden Fall viel Glück. Danke vielmals. Danke dir.